So, hallihallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, recht herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Mystery Unboxings, was mir hier Risto geschickt hat. Ich habe keine Ahnung, was wir hier noch alles finden. Ja, die Päckchen sind ja wirklich also total goldig verpackt. Guckt euch das an. Extra hier dieses Band vom Dragons Kalender genommen. Das ist so, so goldig gemacht, ne? Und dann auch so Geschichten hier, wo ich habe keine Ahnung, was hier noch alles kommt. Ich habe im ersten Teil ziemlich viel geredet, konnte dadurch relativ wenig auspacken. Ich mache es jetzt im zweiten Teil so, dass ich jetzt hier alles auspacke, aber mit Musik. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich beim Auspacken. Und Risto, schon mal hier gleich nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Mühe, die du hier gemacht hast. Ne? Die Zeichnungen, die Geschichte, die Dinosaurier, das selbstgebastelte kleine Mini-Monster. Und mir macht es hier richtig, richtig Spaß. Also dann würde ich sagen, lege ich hier mal los. Okidoki.
So, Hallöchen nochmal. Wisst ihr eigentlich, wie frustrierend es ist, wenn man feststellt, dass man hier 10 Minuten, 15 Minuten spricht und man merkt, die Kamera ist nicht eingeschaltet? Wisst ihr, wie das frustrieren kann? Der Hammer. Ich habe jetzt hier schon die ganzen Sachen, die mir der gute Risto und sein kleiner Bruder eingepackt haben, einzeln nochmal besprochen und die Kamera ist aus. Oh mein Gott. Egal, mache ich es halt nochmal. Denn das ist mir dieses Paket auch wert. Also ganz, ganz tolle Sachen. Vielen, vielen lieben Dank, was ihr zwei mir hier alles eingepackt habt. Großartig. Also ich fange mal an mit den Gormiti-Figuren. Die kenne ich von anderen Sammlern. Ist nicht jetzt so unbedingt meines. Es sind coole, fantastisch gemachte Aufstellfiguren. Überhaupt kein Thema. Aber umso schöner, dass ich die jetzt tatsächlich mal von nahem habe anschauen können. Und ich muss sagen, ich kann sehr gut verstehen, dass man die sehr, sehr gerne sammelt. Ja, denn das sind echt klasse gemacht, tolle Fantasy-Wesen. Für mich ist da allerdings ein bisschen zu viel Science-Fiction mit drin. Also ich mag Fantasy und Urzeit eigentlich nochmal ein Stückchen lieber. Und was mich halt meistens stört an so Sammelserien, ist, dass sie nicht unbedingt einen roten Faden haben. Ich denke mal, das vermisse ich eigentlich am meisten. Aber ansonsten cool. Ich danke dir sehr, dass ich die mal hier habe aus der Nähe anschauen dürfen. Also ganz tolle Details teilweise. Und manche haben ja auch so kleine, ja, Kontakte auf der Unterseite von ihren Füßen. Und die kann man dann auf so Portale stellen. Und dann spricht dann auch eine Stimme. Boah, keine Ahnung was. Irgend so: Ich bin Dottete von Dottete. Und ich habe die Macht, 2 Teller gleichzeitig zu tragen. Oder so irgendwas in der Richtung, ne? So, also Gormiti kenne ich natürlich, klar. Aber schön, dass ich sie hier jetzt mal habe ganz aus der Nähe anschauen können. Dankeschön dafür. Ja, dann war natürlich auch die ultra-hammermäßig Burner Radiergummis dabei. Da bedanke ich mich auch nochmal extra dafür. Absolut perfekt geeignet für meinen Setzkasten. Da kommen die rein. Super cool. Schneemann mit Adventskranz. Also die kommen auf Ideen. Hammer. Viel zu schade, um kaputt radiert zu werden. Ich glaube, das macht eigentlich kein Mensch, ne? Und dieser Tiefseefisch oder Zackenbarsch oder was immer auch das ist mit dieser durchsichtigen, transparenten Haut, wo man die Rippen drunter sieht. Der absolute Oberknaller. So Burner das Teil. Also hab vielen lieben Dank dafür. Ja, dann natürlich auch viele Schleckereien dabei. Die Lakritzbälle, die kenne ich, habe sie schon gesehen, aber habe sie noch nicht probiert. Das werde ich definitiv gleich machen. Die ganzen Kaugummis und so weiter, die kenne ich natürlich auch schon. So, und ganz großartig die Schokolade, ne? Florentiner Schokolade. Ich werde mir die jetzt richtig schmecken lassen, während ich dieses Video hier bearbeite. Also hab vielen, vielen lieben Dank dafür. Mit karamellisierten Mandelsplittern. Super cool. Das werde ich mir hier jetzt gleich mal reinpfeifen. Ja, und dann natürlich auch noch die beiden sensationellen Scheißhäufchen, die Kackerlis. Super cool. Auch der mit dem Gesicht und dem Zahn im Mund. Der absolute Oberkracher. Ja, und dann haben wir hier natürlich auch noch die beiden kleinen Geschichten für Uko. Die werde ich hier einfach mal auf dem Tisch liegen lassen. Und Uko, ne, wisst ihr ja, wenn der hier seinen Rundgang durch meine Bude macht, dann wird es garantiert entdecken. Ich lasse mal die Kamera laufen. Vielleicht habe ich Glück und wir erwischen ihn dabei, wie er die zwei Sachen hier auspackt. Also bin ich sehr gespannt. Das Video werde ich dann noch irgendwie extra mal hochladen, ne? Ja, und dann natürlich auch ganz, 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 ganz herzlichen Dank für deine fantastischen Zeichnungen, ne? Was soll ich sagen? Der Safari Limited T-Rex, das Jungtier. Ganz, ganz toll, auch die Pose, ne? Mit nach hinten gebogenen Hals. Die Bemalung, die Details hier sind Weltklasse. Also wow, mach unbedingt weiter so. Das wird richtig, richtig gut. Denn als Paläontologe muss ich natürlich auch ab und zu hier Zeichnungen anfertigen, gerade vom Fossil. Denn dadurch erschließt sich teilweise, aha, wie könnte das Viech hier liegen? Ne? Wie können wir ansetzen mit Graben, mit Freihämmern und so weiter und so fort? Oder halt, du findest nur ein paar Knochen und dann kannst du hier irgendwie noch ein Rest dazu dichten. Ja, und dann finde ich vielleicht tatsächlich doch nochmal irgendwann den Rubisaurus Rex. Super. Ja, und dann das Faultier in der Tasse.
Burner, ich liebe Drei-Finger-Faultiere. Habe ich das schon mal irgendwie erwähnt oder sowas? Also ganz, ganz großartig. Dann auch noch in einer Rupi-Tasse. Ich hatte tatsächlich mal Rupi-Tassen als Merch. Habe ich keine einzige mehr da. Müsste ich vielleicht mal wieder machen lassen. Aber boah, die sind echt arschteuer. Aber ganz, ganz goldige Idee. Es gibt ja momentan verschiedene Tiere in der Tasse. Kätzchen, Hunde, Vögelchen. Aber Faultier habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Also vielen Dank auch dafür. Super. Ja, und dann der Tyrannosaurus mit Federn. Das sieht man natürlich sehr nach dem Modell von Safari Limited aus. Das muss ich tatsächlich noch reviewen. Habe ich da, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Hey, ich kriege so viel Figuren, so viel Zeug. Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, ne? Denn man hat halt auch noch sowas wie ein Leben, ne? Aber sehr schöne Skizze, tolle Zeichnungen, vor allem klasse Details. Wie schon gesagt, mach weiter so, super cool. Ja, dann war ich natürlich auch sehr begeistert von dem katastrophalen Kiesklops. Eigentlich ein katastrophaler Regenbogen-Kiesklops, denn alleine der Kopf hier ist ja schon ultra hammermäßig bunt. Ganz, ganz toll, auch der Schweif. Also da hast du schon echt richtig, richtig Mühe gegeben. Ganz tolle Flügel und die Details auf der Haut, die vielen kleinen Schuppen, Wärzchen und so weiter. Toll. Also da hast du mir auch echt eine Freude mitgemacht. Ja, und der absolute Höhepunkt für mich natürlich, ja, wer hätte es gedacht, der Feuersalamander. Großartig, toll. Boah, ich liebe Feuersalamander. Ich kann mich nicht satt sehen an Feuersalamander, der Hammer. Tolle Pose, schöne Zeichnung. Ja, vor allem hier auch diese rippenartigen Hautfalten, die du hier ganz deutlich und sehr aufwendig gezeichnet hast. Und die gelben Streifen auch nicht einfach nur gelb, nein, auch noch ein bisschen orange mit reingemischt, damit es so ein ganz bestimmter Farbton gibt. Ganz, ganz toll. Der Kopf ist da wirklich sehr gut gelungen. Also da freue ich mich wirklich sehr drüber, kriegt einen Ehrenplatz. Und ja, dann war noch irgendwie so ein kleines Fröschchen auf dem Schaschlikspieß drauf. Ich habe keine Ahnung, lag das nur zufällig mit dem Karton drin? Oder hat es irgendeine Bewandtnis? Also schreib es mir gerne in die Kommentare, ne? So, dann habe ich hier noch deinen Brief, wo drauf steht, bitte lese diesen Brief nach dem Auspacken. Das werde ich jetzt machen. Da schreibst du mir, hallo lieber Rupi Bolz, ich hoffe, dir hat das Päckchen gefallen. Ja, ja und oh ja, es hat mir sehr gefallen. Vielen lieben Dank für eure Mühe. Ich und mein Bruder haben uns ein paar Tage damit beschäftigt. Das ist, glaube ich, vor allem hier alles einpacken, schön zusammenordnen und so weiter. Das ist schon richtig, richtig cool. Also ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Die Monster in der Tüte sind Gormiti. Sowas ähnliches wie Predasaurs. Kennst du sie? Ja, das habe ich eben schon erzählt. Ich kenne die und ich weiß, dass man einige von ihnen auch auf Portale stellen kann. Es gibt Sammelkarten dazu und so weiter und so fort. Aber wie schon gesagt, ich habe sie noch nie aus der Nähe gesehen. Zumindest nicht so aus der Nähe, dass ich sie mal in den Händen hielt. Umso mehr freue ich mich darüber, dass du mir hier mal ein paar geschickt hast. So. Ich habe dir auch drei meiner alten Dinosaurier eingepackt. Ja, die haben wir schon im ersten Video besprochen. Vielen lieben Dank dafür. Finde ich großartig, dass du dich davon überhaupt trennen kannst, ne? Die beiden Häufchen, ne? Damit meint er die Scheißerchen. Und der flüsternde Tod sind aus Polymertone. Polymertone, das habe ich noch gar nicht gehört. Ich kenne nur Polyresin. Also ist auch irgendein Kunststoff, den man formen kann und der dann aushärtet, denke ich mal. Ich weiß nicht, braucht man da einen Ofen oder trocknet es an der Luft? Wird es an der Luft fest? Das würde mich mal interessieren. Sehr schön, danke, dass du das hier reingeschrieben hast. Werde ich mich mal schlau machen, denn ich habe mir schon öfters überlegt, vielleicht hätte ich tatsächlich mal Lust, mir einen eigenen Drachen zu modellieren. Einzig, was mir dazu noch fehlt, ist Talent. Aber kann ja noch kommen, ne? Und ja, danke für den Hinweis zum flüsternden Tod. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, seien wir nicht böse, hätte ich jetzt nicht erkannt. Aber super cool, dann kommt es zu den ganzen selbstgebastelten Dragon-Sachen mit dazu. So, die Wassermelone und die Schock sind Kaugummis. Ja klar, das kenne ich natürlich. Und wie schon gesagt, die Süßigkeiten werde ich mir jetzt reinpfeifen, während ich dieses Video hier bearbeite, ne? Kannst du bitte ein paar Videos über Safari Limited Tyrannosaurus von 2017, Colorata Dinosaurier Set 3 und mach bitte mehr Videos über Safari und Collector Dinosaurier Figuren. Okay, also der Reihe nach. Den T-Rex von 2017,
habe ich natürlich, da bin ich tatsächlich noch nicht dazu gekommen, wie auch die ganzen Drachen von Safari. Aus 2017 habe ich auch noch nicht ausgepackt, muss ich auch noch alles machen. Also Dinos kommen hier immer wieder von verschiedenen Firmen, von verschiedenen Herstellern. Das ist ja ganz klar. So, Colorata Dinosaurier Set 3. Habe ich das echt noch nicht ausgepackt? Okay, aber wenn du das hier schreibst, dann wird das wahrscheinlich so sein. Muss ich machen. Mittlerweile gibt es ja schon ein viertes Set mit gefiederten Dinosauriern. Ich weiß gar nicht, habe ich dir das neulich geschrieben oder hat mich das jemand anderes gefragt? Siehst du, das weiß ich schon gar nicht mehr, weil ich so unfassbar viele Anfragen jeden Tag kriege, ist echt der Hammer. Ja, sobald ich die Zeit habe, werde ich es auf jeden Fall machen. Wann das kommt, kann ich allerdings nicht sagen. Naja, mal gucken, was die Zeit so bringt. So, abschließend schreibst du hier noch, Rufi Bolz, ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Ja, genau. Weihnachten ist schon wieder ein Weilchen her, aber ich wünsche dir und deinem Bruder und überhaupt deiner Familie auch noch ein gutes, gesundes, neues Jahr. Pass auf dich auf, tu nichts, was der Opi nicht auch tun würde, ja? Und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Spaß beim Sammeln und natürlich auch hier beim Angucken meiner Videos. Ich hoffe, es ist immer mal wieder was dabei, was dir gefällt, was dich anspricht. Und das gilt natürlich für alle, die hier zuschauen. Gut, also ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ganz tolles Paket. Nochmal vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Man sieht wirklich, was hier für eine Arbeit drinsteckt. Und ich freue mich auch total über den Inhalt und natürlich auch sehr über deine Zeilen. Grüß mir deine Familie, alles Gute für dich und deine Zukunft und ich drücke dir die Daumen, dass du das mit dem Paläontologen tatsächlich verwirklichen kannst, ne? Und wie schon gesagt, vielleicht entdeckst du irgendwann den Rupisaurus Rex. Okay, ihr Lieben, das war's nun. Das war das große, ja, Unboxing von diesem fantastischen Paket mit ganz vielen verschiedenen Sachen, was mir hier Risto und sein Bruder eingepackt haben. Tolle Sache. Danke fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, winke, winke. Bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay.